Moin ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Heute ist Freitag bei Kreativdepot, mein Lieblingsshop. Ab 16 Uhr gibt es da die neuen Produkte und ich zeige euch vorab wieder alles, was ich so Schönes bekommen habe. Ich bin Jenny von Charlies Mama und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video. Moin ihr Lieben, ja, mal wieder ein Freitagsvideo. Long time no see, aber ist im Moment so leider. Also hier auf YouTube war ich jetzt nicht so aktiv, weil die Zeit einfach fehlte die letzten Wochen. War auf Arbeit viel los und auch privat ein bisschen was, ne? Wir sind jetzt seit einer Woche in den Ferien und auch im Urlaub. Und tatsächlich war ich letzte Woche jetzt wieder aktiver auf Instagram. Für alle, die kein Insta haben, tut es mir leid, aber für mich war das so viel einfacher, mal ein bisschen was aus unserem Leben zu zeigen oder euch ein bisschen an meinen Aktivitäten teilhaben zu lassen und mich ein bisschen wieder in die Social-Media-Welt hineinzufuchsen. Wenn man das eine Weile nicht macht, muss man erstmal wieder reinwachsen. Klingt bescheuert, ist aber so. Und ja, auf Insta, wie gesagt, war ich aktiver und jetzt mache ich hier auf YouTube auch wieder ein paar Videos für euch, denn ich habe seit langem mal wieder richtig zugeschlagen bei den neuesten Produkten von Kreativdepot. Gestern müsstet ihr das Video von den Weihnachtssachen gesehen haben, denn ab 1.8. ist bei Kreativdepot wieder Weihnachten am Start. Ich bin noch gar nicht in Weihnachtsstimmung, weil hier gerade 30 Grad in meinem Bastelzimmer herrschen. Aber heute kein Weihnachten, sondern richtig schöne florale Produkte mit dabei. Und das ist ja so mein Ding, so ein bisschen, ne? Blümchen geht bei mir immer. Aber als erstes zeige ich euch Basisstanzen. Da kam ich nämlich auch nicht dran vorbei, weil Basisstanzen immer gehen und ich habe sie, ja, ich habe sie alle eingepackt. Die Heike hat für Kreativdepot Basisstanzen in zwei verschiedenen Mustern designt. Und dann haben wir bei den Mustern Aufleger mit Ranke, so heißen diese hier alle. Haben wir drei verschiedene Formen, einmal die Rechtecke und jeweils immer drei Größen. Und wir können ja auch mal messen, ne? Macht vielleicht auch Sinn. Die großen sind 10 cm lang und 14,4 würde ich sagen, oder 14,3 cm hoch. Das würde ich sagen, sind quasi genau 0,5 cm kleiner als eine stinknormale Basiskarte. Wenn ihr eine A4-Basiskarte zuschneidet, dann schneide ich zum Beispiel immer bei 10,5 die A4-Papiere durch und falze sie dann bei 14,8, glaube ich, ist es, ne? Und dadurch sind sie hier 0,5 und dann 0,5 die große kleiner. Die nächste Größe bei den Rechtecken ist dann 7,2 mal 10,2. Das könnte was für so eine ETC-Karten sein, ne? Artist Trading Cards. Nee, wie heißen die? Irgendwas mit Künstlerkarten zum Tauschen. Und hier ist noch so ein ganz kleines Rechteck dabei. Das ist, na ganz klein auch nicht, ne? 6,8 würde ich sagen. Ach nee, da oben mich verrutscht. 7 cm hoch. Und 4,6 breit. Und die haben eben diese süßen Ranken als Prägung ringsrum. Sehr hübsch. Also ihr stanzt nur das Rechteck aus und prägt euch dann noch an den Rand diese Ranke rein. Das gibt es, wie gesagt, als Rechteck. Dann als Kreise. Und der äußerste Kreis ist mal richtig groß. Das ist 14 cm im Durchmesser der Teil. Der nächste ist dann 10 cm im Durchmesser und der kleinste Kreis ist 7 cm im Durchmesser. Finde ich richtig gut, dass mal so eine richtig große Kreisstanze mit dabei ist. Daraus kann man ja auch diese, heißen die Rocker-Karten? Rocker. Die man so in der Mitte falzt und dann aufstellt. Die ist dann oben flach und dann kann die so hin und her kippeln. Kennt ihr bestimmt noch von früher, diese Karten. Und dafür sind so große Stanzen ideal. Und dann haben wir das Ganze noch als Quadrat. Und das Quadrat ist 14 cm, das große. Das mittlere 11 cm und das kleine 7 cm. Finde ich richtig gut, dass das große 14 ist, weil meine quadratischen Kartenrohlinge sind 15 mal 15. Arbeite ich sehr gerne mit diesen Maßen. Super schön. So, das sind die Rankenbasisstanzen. Und dann habe ich noch die Aufleger mit Dudelrahmen, so heißt die nächsten Basisstanzen, sind
dieselben Größen, nur dass wir hier jetzt kein Rechteck dabei haben, sondern einmal ein Hexagon. Sechseck mit Musterrand, so heißt das dann. Hat aber dieselben Muster wie diese Basisstanzen hier. Und ist 9 cm, sagen wir mal so im Durchmesser. Ihr seht, das Muster einmal diese Linien längs und dann habt ihr hier noch so einen Rahmen mit zwei, also so einen doppelten Rahmen, der so ein bisschen auch wellig ist. Ich muss mal gucken, dass wir davon mal einen noch gleich benutzen werden. Und hier eben bei den Kreisen habt ihr hier auch noch mal einen zweiten Rand, also einen zweiten Kreis, der sich damit reinprägt. Also stanzt auch wieder nur das große Teil und das hier wird alles geprägt. Ups, und ja, mein Mikrofonproblem ist immer noch nicht gelöst. Habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Im Moment klebt es hier mehr schlecht als recht noch auf meinen Möpsen. So. Das sind die Basisstanzen, die heute reinkommen und die man immer braucht. Und dazu passend gibt es einen neuen Präge- und Stanzfolder. Und der heißt Basic Kreise, feine Grenze. Cut und Emboss Folder auf Englisch oder Präge und Stanz auf Deutsch. Ist wieder so ein 11 x 15,5 cm Teil von der Größe her. Und er stanzt euch drei Kreise aus. Und in die drei Kreise werden diese wunderschönen Kränze hineingeprägt. Finde ich super schön. Und müsste von den Maßen her auch ganz gut passen alles, ne? Der ist, glaube ich, auch 7 und 7, aber könnte man ja den großen vielleicht auf den mittleren oder die kleineren auf den kleinsten mit draufsetzen und stapeln. Gucke ich gleich mal. So, und jetzt geht es, wie gesagt, sehr floral weiter. Es gibt nochmal Fuchschen. Ich habe ja letztes Mal, bei meinem letzten Video, also vor Wochen gefühlt, schon einmal ein Fuchschen-Bausatz, ich glaube Vollblüte hieß das Teil. Da habe ich die Karte mitgebaut und ich liebe sie. Und deswegen kam ich an den Fuchschen jetzt auch nicht vorbei. Das sind Fuchsie-Blütentraum. Da habt ihr einmal ein großes Blatt dabei und zwei schmale extra, die man hier draufsetzen kann. Und zwei größere nochmal extra. Kann man hier mit Sicherheit auch draufsetzen, das passt. Dann habt ihr hier eine geschlossene Blüte. Dann habt ihr hier ein Teil, was man auf diese offene Blüte mit draufsetzen kann. Und hier diesen Stempel kann man hier mit draufsetzen. Und dieses Teil kann man, glaube ich, da mit draufsetzen, wenn ich das richtig sehe. Probiere ich aus. Finde ich super schön. Und dann gibt es nochmal, das Ganze heißt auch Fuchsie-Blütensatz. Aber die Fuchsie ist eben anders designt. Seht ihr schon, ne? Die ist schmaler, von der Grafik her so ein bisschen schlichter. Finde ich aber auch super schön. Und sie ist größer. Also die ganze Blüte hier zum Beispiel, das Stanzteil misst schon 9 cm in der Länge. Dann habt ihr hier eine, die weiter offen ist. Hier eine, die geschlossener ist. Hier dieses Teil, glaube ich, kann man bestimmt irgendwie hier mit draufsetzen, würde ich behaupten. Oder eben das hier mit reinbauen. Kann man so ein bisschen variieren. Die geschlossene... Naja, passt vielleicht nicht ganz. Also ich würde das eher hier so drauf bauen, dass ihr so einen 3D-Effekt habt. Und hier diese Teile noch mit dran basteln an dieses ganze Blütenkonstrukt. Dieses Blatt könnte man vielleicht hier noch drüber legen. Ja, muss man gucken, ne? Wie man das so aufbauen möchte. Aber ich glaube, da ist 3D-mäßig auch was möglich. Finde ich super schön. Das sind die Fuchschen nochmal. Gucken. Dann kommt heute eine 3D-Kornblume, ein Kornblumenbausatz. Hier seht ihr schon den Preis, den hatte ich damals mit im Laden mitgenommen. Und der Kornblumenbausatz ist, dieses Teil ist 6 cm im Durchmesser. Und dann würde ich sagen, kann man das da drauf setzen, dann nochmal ein Teil drüber, dass das Ganze buschiger wird und vielleicht in die Mitte sogar noch ein Teil. Muss ich mal gucken, dass ich ein schönes Blau dazu finde. Ein Kornblumenblau. Finde ich super schön. Dann gibt es noch eine Stockrose. Große Stockrose, so heißt die Stanze. Bin ich auch nicht dran vorbeigekommen. Die ist 14 cm hoch. Ich bin halt so ein, ja, so ein Blumenmädchen. Ich mag das sehr gern, dieses blumige Zeug auf den Karten. Die kann man bestimmt wieder schön kolorieren auch, dass da ein bisschen
Action reinkommt, ein bisschen Dimension. Ach Mensch, das nervt ja. Muss ich doch mal richtig Tesafilm nehmen zum Festkleben des Mikros, wa? Und als einzige Stempelset habe ich mir das hier ausgesucht. Ja. Ist super schön. Das ist so One Line von Frau Blütenstempel designt. Heißt Flowers for Everyone. English. Und es ist halt so aus einem Strich quasi gezeichnete Blüten. Finde ich grafisch super schön. Hier erkenne ich so eine Lilie, vielleicht auch eine Rose, aber eben Blüten. Und dann habt ihr einmal den Spruch Flowers for Everyone oder Flowers change everything. Blumen ändern alles. Oder Blumen für alle. Aber dieses Grafische, vielleicht so als Hintergrund, fand ich sehr, sehr hübsch. Schauen wir mal. Das sind die Produkte. Und jetzt muss ich ganz dringend noch ein Paket für meinen Opa fertig machen. Der hat nämlich heute Geburtstag. Ja, ich bin im Moment absolut hinten dran. Eigentlich nur am Hinterherbasteln. Wie immer. Also ich will für Opa so eine Tüte bauen zum Verschenken von so einer Pralinenpackung. Die Pralinenpackung ist 14,5 x 14,5 cm. Ich habe jetzt hier das Papier Gelbe Sommerwiese nochmal rausgekramt. Finde ich sehr schön. Passt jetzt auch zum Wetter. Und jetzt halbiere ich mir das erstmal bei 6 Inch. So. Dann soll das hier unten ab, den Streifen, will ich nicht mit drauf haben. Oder will ich den, der kann ruhig dranbleiben, weil der ja nach unten weggeknickt wird. Und zwar bei 4 cm lege ich das mal hier an und falze einmal bei 4 cm. Vorsicht. So, 4. Dann bei 15 hoch, also 4 plus 15 macht 19 cm. Bei 4 cm falzen, bei 19 cm falzen und dann schneide ich es ab bei 22 von der Höhe. So. Ab. Und das Ganze mache ich jetzt mit der zweiten Seite ganz genauso. Also, was habe ich gesagt? Bei 4 falzen. Bei 19 falzen. Und bei 22 abschneiden. Zack. So. Das sind die beiden Außenseiten. Dann habe ich hier ein Teil, das sollte jetzt wahrscheinlich, ja, das ist nur 15 hoch, damit kriege ich das ja unten nicht verbunden. Ach, dann steht das halt unten auf. Eigentlich wäre es schön, wenn man hier unten noch, wenn das Teil, was übrig bleibt, länger ist als 15 cm. Ah, hier sind doch noch Reste. Perfekt. So. Das ist jetzt bei mir 17,5, würde ich sagen. Ja. 17,5 hoch. Wird bei 15 gefalzt. Und dann bei 2 cm, oder nee, einer reicht auch, bei 1 cm falzen, dann bei 3 cm falzen, bei 5 cm falzen und bei 6 cm abschneiden. Und jetzt das Ganze, ah, das passt perfekt, nochmal bei 6 cm zuschneiden. Also das zweite Teil genauso bei 1 cm falzen, bei 3 cm falzen und bei 5 cm falzen. Und bei 6 abschneiden. So. Da
Dann schnappe ich mir diese beiden Seitenteile für die Tüte und schneide da unten diese äußersten Rechtecke raus und schräg mir die Kleblasche nach unten auch ein bisschen an. Genauso wie die Kleblasche hier an der Seite ein bisschen anschrägen. Dann steht die nachher an den Vorder- und Rückseiten nicht so über. Zack. Und zack. So. Ja, da habe ich schon. So sehen die Teile jetzt aus. Und dann hole ich mein Falzbein raus. So, die Seitenteile. Das hier unten sind die Klebelaschen nach innen. Und auch die 1 cm Klebelaschen nach innen. Und auch die Lasche hier in der Mitte. Das wird eine Tallasche. So quasi. So wird es später eingeklebt. Also Klebelaschen nach innen. Und die andere einmal andersrum, die in der Mitte, die geht nach als Tal durch. So. Und die Vorder- und Rückseiten, das Unterteil mit diesem Streifen hier bei mir, geht nach unten weg. Und das Oberteil knicke ich einmal nach außen. Das ist quasi die Verstärkung nachher für die Tasche, für den Taschenrand. Da kommen dann noch Ösen durch, Eyelets. Und dann ist das schön, dass das da doppellagig ist. Klebe ich auch gleich fest hier. Hier ganz genauso. Der untere Teil geht nach hinten weg und der obere Teil legt sich einmal um. Und jetzt wird die Tasche zusammengeklebt und dafür klebe ich zum einen erstmal die Seitenteile hier mit dem Unterteil auf den Boden. Genau, schön, dass die Kante an Kante landen. Jawohl. Und jetzt kommt hier Kleber auf diese Laschen an der Seite. Und auch hier darauf achten, dass die schön bündig schließen. Hier habe ich offenbar irgendwie zentimetermäßig nicht gut gefalzt. Ich sehe schon, dass das hier übersteht. Muss ich gleich mal zurechtschnippeln. Also ich falze mir das hier einmal komplett zusammen. Und dann gehe ich hier einfach mit der Schere
über die Kante, zack, eingekürzt und hier genau dasselbe Spiel. Flupp, oh, das ist bis sonst wohin geschossen. Einsammeln. So. Nochmal schön andrücken hier. Von innen. So. Und jetzt kommt das Gegenstück da drauf. Also auch wieder Kleber erstmal hier auf die Seitenflächen. Und gucken, dass es unten bündig ist und an der Außenkante bündig ist. Oben kann ich es ja immer noch wieder zurechtschnibbeln. So. Aber auf der Seite passt es. Die andere muss ich irgendwie falsch gefalzt haben. Nicht sauber gefalzt. Ach nee, ich habe es ja eh schon eingekürzt. Naja, dann habe ich das jetzt hier wenigstens passend. So, gehe ich nochmal mit dem Falzbein rein, drücke das ordentlich an, die Klebelasche. Und dann schließe ich die Kiste von unten. Ich überlege, oh, da sieht man jetzt von außen. Nee, das gefällt mir nicht. Bevor ich das festklebe, gehe ich einmal mit der Schere lang. Ich glaube, Opa wird das jetzt nicht stören, dass ich hier Werbung für Kreativdepot dran lasse. Aber mich stört das gerade, dass da noch so ein Barcode drin ist. So. Kleinen Verschnitt reingezaubert. Ist ja eh nur der Boden der Box. So. Und jetzt Kleber drauf. Die Tüte. Ich überlege, ob ich hier unten nochmal ein Stück Papier reinsetze, dass der Boden dann dreifach verstärkt ist. Es ist ja wie gesagt nur eine Papiertüte, aber ich verschicke das eh mit der Post und trage das nicht per Hand zu Opa. Ich lasse das jetzt so. Ja, genau. So, jetzt suche ich mir erstmal ein paar Eyelets und ein schönes Band aus, damit hier oben dann noch die Henkelchen rankommen. Ich habe mir jetzt hier so Papierkordeln noch rausgefischt. Gab es früher mal bei Kreativdepot im Shop und da habe ich dann, als es ausverkauft wurde, gleich so eine ganze Rolle im Sale mitgenommen. Habe ich hier immer noch. Ja, da seht ihr den Hersteller. Vielleicht kriegt ihr das woanders noch. Keine Ahnung. Aber ist so ein schönes, wie sagt man denn, Ockerfarben? Nee, wie heißt das hier? Harvest. Ein herbstfarbener. Papery Cord. Ja, da ist sogar noch eine Nummer drauf, eine Bestellnummer. Keine Ahnung, wo es das noch gibt, aber ich habe, wie gesagt, noch eine ganze Spule davon und deswegen möchte ich das jetzt auch benutzen und es passt so schön dazu. Und dann habe ich hier meine Eyelets in sämtlichen Farben von Kreativdepot und ich sage euch, es geht ab nächster Woche weiter, es kommen neue Farben. Was benutzen wir? Curry oder Löwenzahn? Ich glaube, Löwenzahn passt ganz gut zu den Blümchen. Ne? Ja, ich bleibe mal ein bisschen gelber bei Löwenzahn. Achso, 4 Stück brauche ich davon. Die andere Seite muss ja auch gelocht werden. So, und dann mal gucken. Was habe ich hier von Maß? 15, die Hälfte ist 7,5. 2 cm von unten. 3 und 3. Mache ich da außen? Nee, 4 und 11, ne? So, bei 4. Und dann hier bei 11 cm und 2 cm von unten. Also ungefähr hier. So. Dann brauche ich meine... Wie heißt das Ding? Crocodile? Den großen Löchern und schieß gleich durch alle Lagen hier. Habe ich vorne und hinten an derselben Stelle die Löcher.
So. Durch und durch. Womit ich keinen Messfehler mal wieder Glück gehabt. Und jetzt kommen die Eyelids da durch. Zack. Meine Einstellung ist, hier ist das dieses A, der Nuppi hier. Das ist A und die Beule ist 1. Damit fahre ich bei den großen Eyelids sehr gut. Mit Gefühl zusammendrücken, nicht mit Macht, dass das vorne schön bleibt. Ne? So, die vier Dinger da durch. Immer so, dass der Nuppi auf der schönen Seite ist und die Beule auf der Seite, die hinten aufgepresst wird, zerquetscht wird. Ne? So, Loch Nummer 3. Und das vierte Eyelid. Zack. Und jetzt tüdel ich da die Kordeln durch. Mache auf der Rückseite einfach nochmal einen extra Knoten hinter, dass das nicht wieder aus dem Eyelid rausflutschen kann. So. Okay, also Grundgerüst gebaut und wäre schön, wenn es auch noch passt. Es passt perfekt für die Pralinchen. Sehr schön. So, und jetzt gucke ich, ob ich da vorne noch ein bisschen Deko drauf baue oder was. Keine Ahnung. Doch irgendwie was Schönes kann da noch drauf. Und eine Karte muss ich dazu ja auch noch gestalten für Opa, damit es dann als Set verschickt werden kann. Aber erstmal gehe ich Mittagessen. Das ist jetzt das fertige Geschenkeset nochmal zusammen für meinen Opa. Ich habe hier auf die Tüte noch einmal die neuen Kreisstanzen. Da sind sie. Aufleger mit Dudelrahmen Kreise benutzt. Da den kleinsten Kreis, der sieht dann so aus. Und hat eben diese schöne Prägung am Rand dann noch. Da drauf habe ich den mittleren Kreis aus dem Embossing und Cut Folder gesetzt. Dann habt ihr hier gleich so ein geprägtes Zweigteil mit drin. Und obendrauf ist von der Glückwunschstanze Design dein Glückwunsch. Ist jetzt schon ein bisschen was älter, aber ich liebe diese Schriftzüge. Die brauche ich eigentlich immer. Da ist jetzt einfach nur der dünne Schriftzug ohne den Schatten drauf gelandet. Und alles in so Farben passend zu dem Blümchenpapier.
Und dazu ist dann jetzt die Karte fertig geworden. Alles in einem Stil von den Farben her, ne? Das ist die Stockrose. Die habe ich so ein bisschen, jedenfalls die Blüten. Ich glaube, es gibt gar keine gelben Stockrosen, ne? Keine Ahnung. Wie gesagt, blumentechnisch, floristisch bin ich da eine absolute Niete. Meine sind jetzt gelb, weil es einfach zu meinem Projekt passt. Und die habe ich mit Aquarellfarbe von Schminke so ein bisschen angepinselt. Nur die Blüten. Der Rest ist so ein bisschen weiß geblieben, ne? Im Hintergrund dann noch grüne Spritzer, da passend zu dem Grün aus dem Designpapier. Und auch grünes Nymogarn, beziehungsweise Oliv hieß das damals. Es ist noch dünner als Nylongarn, so ein ganz dünnes, feines Garn. Weiß nicht, ob es das noch im Shop gibt, aber da habe ich noch ein paar Rollen von und deswegen benutze ich das gerne. Einfach so dahinter getüdelt, aufgedröselt, so ein bisschen als 3D-Element, ne? Das zum Geburtstag habe ich Gold embossed. Ist aus dem Stempelset Winzlinge. Gibt es auch nicht mehr, aber ich brauche den ganz feinen Schriftzug. Und da jetzt gerade keine Schriftzüge in meinen Stempelsets bei den Neuheiten dabei ist, habe ich das eben daraus genommen, damit die Sachen auch benutzt werden, ne? Und die gelben Enamel Dots sind aus dem Set Fruits. Design Line Fruits. Monat lesen. Das ist das Gelb, passend dazu. Und die Bling-Bling-Steine, die drei hier, ist auch noch so aus meinem Restbeständen. Seht ihr ja, wo ich das mal, von welcher Firma das jedenfalls ist, Spellbinder. Alles versuche ich mal ein bisschen zu benutzen, ne? Wenn ich in meinen Schubladen krame. Hat ja alles mal Geld gekostet. Also soll es auch benutzt werden. Ja. So, jetzt muss ich für Opa noch ein paar Worte reinschreiben. Und dann muss das Ganze auch dringendst in die Post. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich noch mehr schaffe. Ich sage erstmal Tschüss, ihr Lieben. Wobei ich ja eigentlich die Kornblume auch noch zusammenbauen wollte. Und das noch. Und oh Mann. Aber ich muss halt auch noch Weihnachtszeug zeigen. Ich guck mal. Ich bin die Woche ja noch zu Hause. Vielleicht kommt das dann nebenbei. Wie gesagt, auf Instagram bin ich im Moment ein bisschen aktiver als hier, weil es einfacher ist im Moment. Mal gucken. Ist ja immer alles so eine Phase im Leben, ne? Ich sag schon mal Tschüss, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.